Ratten, willkommen zu Neuzugängen. Ratten, willkommen zu etwas verspäteten Neuzugängen. Willkommen zu den Neuzugängen für Januar 2022. Warum grinst du denn so manchmal? Ich soll ruhig sein. Und willkommen zu den Neuzugängen für Juni 2022. Ich war im Urlaub und währenddessen kam ein Buch hier an. Ist nicht so, dass ich im Urlaub keine Bücher geholt hätte oder sowas. Aber das hier kam vorher an, bevor ich das andere gekauft habe. Deswegen zeige ich euch das zuerst. Und auch wenn ich es jetzt erst auspacke, ich habe nämlich zum ersten Mal von Amazon ein Rätsel-Exemplar bekommen. Schauen wir da hinten. Achso. Und zwar von Silvia Fitz und Sigrid Kono Patzki, Entschuldigung, Suche beste Freundin forever. Ja, klang ganz gut. Und von daher bin ich super gespannt, sieht auch süß aus. Und schön für den Sommer, kann ich mir gut vorstellen. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was mich hier erwarten wird. Das nächste Buch ist nochmal ein Urlaubsmitbringsel. Und zwar gab es vor dem Schloss Wernigerode einen roten Stempelkasten, wer die Logs gesehen hat, weiß das. Und ich kann diesen Stempelkasten nicht vorbeigehen. Ne? Also das war ja so ein Anzugspunkt, wo ich dachte, ich muss überall Stempelkästen finden. Und dieser rote war so besonders und so anders. Ich weiß, was ist denn das für ein Stempelkasten und überhaupt? Und hatte dann auch gefragt bei den Tourismusinformationen, was es dann auf sich hat. Weil ich dachte mir so, okay, der ist größer als die anderen. Und steht auch nicht in meinem Wanderpass drin. Also habe ich gefragt. Und die Verkäuferin meinte, dass es zu einer Buchreihe gehört. Und dann hat sie mich zu diesen Büchern geführt. Und ich habe mir so, okay, ich nehme dann mal den ersten Band von Schatten der Hexen mit. Der erste Band ist Hexenring von Katrin R. Hotowetz. Ein mystischer Harzkrimi. Und dazu gibt es eben auch ein Stempel-Sammelheft, was gar nicht so günstig ist, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ich wollte es mir erst holen, die hatten es da nicht da gehabt, aber ich hatte mich mit dem Buch wenigstens mit. Allerdings hätte es sich für mich auch nicht gelohnt, weil die Stempel so weit auseinander liegen, dass ich es gar nicht in diesem einen Urlaub geschafft hätte. Das heißt, ich habe nur diesen einen Stempel, bisher zumindest. Habe mir den auch doppelt gestempelt, wie jedes Mal, und werde mir den einen Stempel, den ich doppelt habe, mit Washi-Tape in das Buch reinkleben, damit es eben irgendwie passend dazu ist. Ich weiß auch gar nicht, ob dieser Stempel zu diesem Buch gehört, weil es wie gesagt eine Reihe ist. Das muss ich noch herausfinden. Aber ja, ich habe also noch einen Harzkrimi mitgenommen und somit noch ein Andenken an den wunderschönen Urlaub. Bei Marktkauf, ja, ich glaube, das war beim Marktkauf. Marktkauf. Habe ich da ein Buch gefunden, wo ich dachte so, oh, das könnte ja ein Wohlfühlbuch sein, hast du mitgenommen. Eine Grabbelkiste. Und zwar Vielleicht ist es der Liebe von Marie Vareil. Ich habe keine Ahnung, wie mein Name ausspricht, ist Französisch, ich kenne kein Französisch. Ja, ich habe auch nicht darauf geachtet, dass es eine Französin ist. Das ist also aus, sie kommt aus Frankreich dann wahrscheinlich auch, glaube ich. Und dass der Comasee in Italien liegt. Wusste ich nicht. Klang für mich deutsch. Also, zwei Faktoren in dem Buch, wo ich dachte so, hups, okay. Mal gucken. Das nächste Buch ist ein Hörbuch und zwar Das Mädchen im Schatten von Laura Nieland. Habe ich zum Rezensieren vom Digital Publishers bekommen und werde es unterwegs hören, mal wieder. Bin sehr gespannt darauf. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Im Blog habt ihr das schon gesehen. Ich war bei Karlchen und da gab es einen ganzen Ständer von Die Schule der magischen Tiere und ich konnte dann nicht sehen, nicht widerstehen und musste Band 2 mitnehmen. Ich meine, wie viele Bände gibt es von der Reihe? Bitteschön. Band 2 ist jetzt bei mir. Darf endlich gelesen werden. Ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Beim Piper Verlag gab es ein kostenloses E-Book und zwar Summer in My Pocket mit mehreren Kurzgeschichten von verschiedensten Autorinnen. Und ja, habe ich ja mitgenommen. Ich dachte so, ich brauche gerade Sommerlektüre und Wohlfühlbücher. Warum nicht in Kurzgeschichtenform?
Von der Autorin Karin Bell bekam ich dann auch den dritten Band der Little Falls Trilogie. Der letzte abschließende Teil mit Chase und Isabel. Ja. Wiedersehen in Little Falls. Ah! Ich freue mich wahnsinnig drauf, auch wenn ich ein bisschen wehmütig bin, dass dann die Trilogie zu Ende ist. Ich liebe Little Falls. Ich könnte 100 Millionen Geschichten über diesen kleinen Ort lesen, weil er einfach so herrlich ist. Dann gab es noch vom Digital Publishers Verlag ein E-Book geschenkt, und zwar das kleine Café zum Verlieben. Ich verwechsel mal mit einem und das. Aber ich glaube, das kleine Café zum Verlieben von Nadine Mari. Das ist der dritte Band der Reihe Sweet Romance oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie die Reihe heißt. Der dritte Teil, man kann sie, glaube ich, unabhängig voneinander lesen, hoffe ich zumindest. Weil ich habe vor, das relativ bald zu lesen. Genau. Ich bin gespannt darauf und freue mich sehr. Zu guter Letzt habe ich nach langem mal wieder ein Buch in einer Buchhandlung vorbestellt und es sogar einen Tag früher bekommen. Also eine richtig kleine Buchhandlung. Nicht in so einem Thalia oder sonst was, eine richtig kleine Buchhandlung. Und es war schön, mal wieder dahin zu gehen, ein Buch zu bestellen und ja, und es in den Händen zu halten, abzuholen. Und dann kam das Glück von Clara Simon. Besser bekannt als Ann-Kathrin Karstück. Ich habe immer Probleme mit diesem Namen. Ich weiß nicht warum. Ja, kleine Straße in Belleville. So ein bisschen Valerie Lane Vibes habe ich gehört. Genau. Das ist der letzte Zugang. Das war's. Reicht auch. Es waren 9 neue Bücher. Und von daher, ja, schauen wir uns den Lesungen an. Jetzt habe ich gleich vergessen, mich zu verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Bis dann. Bye, bye.